Leute, willkommen zum wahrscheinlich letzten Part dieses Let's Duddles. Kirby's Adventure neigt sich dem Ende zu. Wir stehen dem Final Boss gegenüber. Wir haben DDD besiegt. Weil wir dachten, er sei unser Feind. Aber er wollte eigentlich nicht böse sein und allen die Träume stehlen. Er hat es in dem Sinne zwar getan, aber aus einem guten Grund. Er wollte nicht, dass das hier auf die Menschheit losgelassen wird. Und damit herzlich willkommen zurück. Das hier wird jetzt ein Fallkampf, wie ich es gerne nennen würde. Das heißt, wir fallen jetzt hier einfach mal im Nu runter und müssen diesen blöden Spasten plätten, was wohlgemerkt nicht einfach ist, wie mir gerade auffällt, bevor wir auf den Boden aufklatschen. Also das wird jetzt auf jeden Fall der härteste Bosskampf im ganzen Game. Und ich habe den auch gesehen. Okay, ich weiß jetzt wieder alles. Mir fällt jetzt wieder ganz der letzte Bosskampf auch ein. Auf dem Game Advance ist der, glaube ich, einfacher als auf dem NES. Auf dem NES ist ja eh alles schwerer, das wissen wir ja. Und komm schon, wir haben noch 5 Leben, Leute. Wir haben 5 Leben. Also, das erste haben wir schon mal verspielt. Und wir waren so weit. Wir hatten ihn schon längst über der Hälfte und ich musste gerade noch einen Kaffee trinken, damit ich das überhaupt überlebe. Warum habe ich auch die Nacht zum Tag gemacht? Ich Idiot. Nur ich mir Gedanken gemacht habe, ja, ich wüsste doch noch jetzt, meine Eltern sind gerade nicht da und ich mache den letzten Part, jetzt die letzten Parts kommen. Ja, toll. Ich bin natürlich hellwach. Nicht. Ich bin kein bisschen wach. Ich bin halber tot. Müde ohne Ende. Das ist jetzt hier nur ein gehirnloses Rumballern von eigenen Sternen gegen Sterne. Ich bin wieder mal total schlecht. Nee, du kriegst mich diesmal nicht. Diesmal triffst du mich so nicht. Komm schon. Komm schon, wir schaffen es nicht. Zumindest nicht, wenn ich mich weiterhin so anstelle. Wenn ich mich weiterhin so anstelle, dann bin ich Lappen. Komm schon. Triff diesen... Immer schön ausweichen, der Scheiße. Immer schön mittig bleiben. Trotzdem wurde ich getroffen. Das könnte haarig werden, Leute. Vielleicht könnte ich sterben. Ich bin down, schon wieder mal. Ich bin schlecht. Ich sag ja, NES, ich bin am NES so schlecht. Das ist mein einziges NES-Spiel, was ich... Nee, nicht das einzige. Ich hab auf der Wii noch was downgeloadet. Ich darf mich hier nicht so oft treffen lassen. Ich darf mich nicht am Anfang treffen lassen. Ich lass mich treffen wie ein Lutscher. Wie so ein schlechter Zocker, der ich eigentlich in manchen Fällen auch bin. Einfach hier ausweichen. Gar nicht darauf achten, ob man den wirklich trifft. Eigentlich gar nicht darauf achten, ob man den trifft. Immer nur ausweichen. Das ist eigentlich die Devise bei dem Game. Zumindest bei diesem Boss. Ich achte jetzt gar nicht auf mich. Also ich achte nur auf mich. Und nicht, ob ich den treffe, den Typen. Ich bleib schön hinten, weil hinten hat man die besten Ausweichmöglichkeiten, weil man hier natürlich noch am längsten agieren kann. Und Alter, ist das ein harter Boss. Finde ich zumindest, dass der hart ist. Alter, jetzt rastet er. Jetzt rastet die Kugel. Und wir sind gut bestückt. Also bestückt anders gemeint. Mit Leben meine ich natürlich. Leute, denkt nichts Falsches. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von zweideutigen... Kommt, nein, verkackt. Wir haben verschissen. Leute, ich war zu langsam. Nein! Das kann doch nicht sein. Ich habe ja gesagt, das ist sozusagen Fallkampf. Wir wurden ja von DDD in die Luft geschossen. Und jetzt werde ich den Knopf so spammen, auch wenn das Wii U Gamepad dadurch wahrscheinlich ganz schön leiden wird. Okay, Leute, ohne Rücksicht auf Verluste. Drauf, 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 drauf. Okay, ohne Rücksicht auf Verluste ist vielleicht dumm. Ich muss natürlich auch in dem Sinne ein bisschen hinter ihm, ne? Aber... Eigentlich sollte man hier nur auf sich achten, aber mein Gott, ist das assig. Ob ich das wohl schaffe? Überhaupt schaffe? Ich weiß es ja nicht. Ich bin mir unsicher. Jetzt erst recht nicht mehr. Jetzt schaffe ich gar nichts mehr. Jetzt habe ich verkackt und jetzt verkacke ich dauernd. Ich bin so einer. Wenn ich einmal verkacke, dann habe ich irgendwie so eine Pechsträhne und sterbe die ganze Zeit. Da muss ich erstmal wieder richtig reinkommen. Wir haben noch 2 Versuche, diesen und den nächsten. Das heißt, wenn das jetzt nichts wird, ich will diesen Boss besiegen. Ich will es schaffen, Leute. Ich möchte das jetzt zum letzten Part machen und nicht noch einen dranhängen müssen, weil ich zu doof zum Scheißen bin. Okay, ein Treffer ist ja nicht so schlimm.
Ja, das ist wiederum nervig. Komm schon, ich will nicht abkratzen. Junge. Wir hatten ihn gerade fast. Das ist ja das Ärgerliche da dran. Und ich lasse mich dauernd treffen von ihm. Komm schon, stirb. Stirb einfach. Geh einfach krepieren. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gleich. Er wird schwächer. Aber wir sind schon bei den Wolken. Wir müssen uns beeilen. Nein! Noch ein Treffer hätte gefehlt. Schon wieder. Warum verliere ich immer beim letzten Treffer oder fall gleich ganz auf den Boden? Ich kapiere das nicht. Ich kriege das einfach nicht hin. Ich bin da sowas von schlecht in dem Teil. Einfach mal nicht treffen lassen, Kirby. Wie wäre es damit? Und trifft den Gegner öfter. Eigentlich ist das hier nur Spammen. Das ist nichts anderes als Spamming. Wie auf YouTube. Da gibt es ja auch ganz viele Spammer. Ich darf ihn einfach nicht zu oft treffen lassen. Wenn ich mich zu oft treffen lasse, sterbe ich auch. Und wenn ich überhaupt nicht treffe, dann sterbe ich auch. Also, ihr weißt, eigentlich ist es scheißegal, was ich hier mache. Ich sterbe so oder so. Einfach mal näher ran, wenn er gerade in dem Sinne eine Ruhephase hat, oder? Dann kann man es vielleicht schaffen. Ich glaube, wir sind diesmal auf einem besseren Weg als gerade noch. Einfach mal hier nicht treffen lassen. Jetzt halte ich einen Treffer mehr aus. Aber weiß nicht, ob ich es schaffe. Leute. Du mich nicht. Nein, nicht schon wieder. Ein einziger verkackter Treffer. Ich krieg die Kotze. Leute, was ist denn das wieder? Okay, stirb. Tschüss, Kirby. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Na, was meint er? Schafft was? Ich glaube nicht. Danke. Continue, bitte. Der Game End kommt nicht in Frage. Tschüss, Kirby. Och nee, kann man das nicht überspringen? Ja, kann man. Gott sei Dank. Mit A. Oh, ich bin so schlecht. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Komm, diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Komm, bitte. Ich will nicht die ganze Zeit hier verkacken von meinen Zuschauern. Leute, komm, bitte. Bitte, Junge. Stirb einfach. Und zwar schnell. Ich frage mich, wie das Leute auf dem NES überhaupt damals hingekriegt haben. Da war die Steuer noch beschissener. Jetzt einfach spammen wie bekloppter. Nein, du bist ein Arschgeburtenkind. Ich frage mich, wie das gehen soll. Ich frage mich wirklich, wie das hier gehen soll. Wie soll ich das schaffen? Vor allem, wenn er wieder mit seiner komischen Scheiße... Ich kann es nicht. Seht es ein, ich bin schlecht. Und ich weiß nicht, warum ich so schlecht bin. Und ich fange langsam an zu schwitzen, weil ich eine Strickjacke anhatte, Idiot. Na, geh doch einfach nach Hause zu deiner Mutter. Na, was hältst du davon? Ist das eigentlich auch im Game Advance nach dem Ball oder wurde der umgeändert? Hallo, ich kann nicht so schnell mehr agieren. Ich bin müde, Leute. Hallo, ich bin müde. Hallo, ich treff nicht. Kirby, triff mal. Junge, lass dich doch nicht dauernd selber treffen. Was mache ich denn für eine Scheiße? Ich bin so schlecht. Alter, jetzt rast dich richtig mit dem Knopf hier aus. Jetzt kriegt der Knopf eine richtige Vergewaltigung. Nach dem Motto. Alter, der geht gleich. Wenn das so weitergeht, ist der Controller im Arsch. Oder ich. Eher ich als der Controller. Nein, bitte nicht schon wieder die Scheiße. 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 Geh vor die Hunde, du Drecksau. Komm, stirb. Komm, jetzt bist du fast down. Oh, nur fast. Nein, ich war zu nah dran. Oh, bin ich blöd. Alter, jetzt habe ich es schon wieder fast geschafft. Ich schaffe es aber immer nur fast. Was habe ich denn für ein... Ich bin einfach nur schlecht. Sag ich doch. Ich sag's doch. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Komm schon, das ist der letzte Boss. Kirby. Reiß dich zusammen. Metroid. Metroid Mafia. Reiß dich zusammen. Reiß dich einfach zusammen und mach's vernünftig. Und stirb nicht die ganze Zeit wie ein Bekloppter. Oh oh. Jetzt einfach nur ausweichen. Einfach nur ausweichen. Bei dieser Attacke achte ich gar nicht mal auf den, dass ich den richtig treffe. Bei dieser Attacke achte ich nur darauf, dass ich den, dass ich richtig ausweiche und kein Leben verliere. Weil bis zur letzten Phase ist es noch sehr weit.
Und jetzt werde ich dich malträtieren wie ein Bekloppter. Jetzt kriegt er so dermaßen eine rein. Jetzt habe ich noch sehr viele Leben. Das heißt, ich werde ihn jetzt einfach die ganze Zeit durchspammen. Spam, 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 spam. Wie einfach alles, was mein Herz begehrt. So, stirb, 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 stirb. Okay, wir haben noch ein Leben. Leute, schaffe ich das? Nein, schaffe ich nicht. Wie immer, weil ich dumm bin. Alter, ich hasse dieses Spiel so langsam, aber sicher. Jetzt raste ich schon wieder aus. Aber es war mir auch klar, dass dieser Boss schwer ist. Ich kenne das auch nur von Game Advance. Ich kenne halt dieses scheiß NES-Spiel nicht so gut. Es ist ja nicht scheiße, es ist ja schön, aber meine Güte, langsam muss es gut sein. Ich fail wie ein ich fail einfach wie der letzte Mensch. Oder wie der erste Mensch. Oder was auch immer für eine Scheiße gerade los ist. Ja, Kirby, lass dich doch noch öfter treffen. Geh doch gleich vor die Hunde. Stirb doch echt noch einen qualvolleren Tod als das hier. Okay, zerquetscht werden ist wahrscheinlich nicht das Schönste. So, guck mal, jetzt kann ich ihn so schön auch treffen. Hab 3 Leben übrig, 4 Leben sogar. Wer sollte ich ihn jetzt wirklich spammen? Alter, ich hasse diesen Boss. Ich hasse diesen Boss jetzt schon. Ich hasse diesen Boss einfach nur abstrus übelst. Schaffe ich es endlich mal? Komm, jetzt schaffe ich es. Nein, schon wieder nicht. Ein verkacktes Kackleben. Alter, ich heule gleich hier, Leute. Was ist denn das für eine Kacke? Wer entwickelt den Scheiß? Angel Laboratory? Ja, leck mich. Oh, Alter, jetzt rast ich. Ich beleidige die Firma. Jetzt ist endgültig Polen offen. Jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt ist alles im Arsch. Hilfe. Nichts gegen die Polen, ne? Nichts gegen die Polen. Die können ja nichts dafür, dass ich hier scheiße bin. Nur es ist halt so ein alter Spruch, den ich schon dauerhaft bringe. So, und jetzt hau ich dir hier einen rein. Und jetzt weiche ich da aus. Und jetzt hau ich dir hier wieder einen rein. Und jetzt weiche ich da aus. Jetzt weiche ich da aus. Und da natürlich auch. Und immer wieder. Und dort und überall. Und ich glaube, so langsam habe ich das Schema auch raus. Weil wenn er jetzt noch am Anfang ist und diese diese Vier-Stern-Attacke macht, wie ich es jetzt gerne mal nenne, ich habe, glaube ich, die Hälfte abgezogen. Jetzt mache ich dich einfach nur kalt, du dreckige Drecksau. Du wirst jetzt sowas von vor die Hunde gehen und sterben. Das wirst du einfach nicht glauben, weil ich jetzt nicht so langsam den Kaffee aufhabe. Jetzt habe ich nicht langsam wirklich den Kaffee auf. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Boss. Der Boss geht mir so auf den Nüsse, das glaubt er nicht. Ich werde natürlich getroffen wie Lappen. Ich muss einfach nur noch ausweichen. Ich muss einfach nur noch ausweichen und treffen. Ich muss einfach nur noch treffen. Könnt ihr mir mal sagen, warum ich dauernd nur bei einem Leben verkacke? Ein Leben habe ich, ein Leben hatte er und ich verkacke natürlich wieder. Ich glaube, Leute, das ist dann der letzte Part. Trotz alledem, auch wenn ich es nicht schaffe, ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Ich weiche aus, ich treffe ihn, aber die Zeit reicht einfach nicht aus. Ich kapiere das nicht. So, drück weg und drück das auch weg. Hallo, danke. Darf ich das wegdrücken? Thank you. Also, ich weiß langsam echt nicht mehr ein noch aus. Ich kann auch langsam nicht mehr. Ich bin einfach nur noch total aggressiv und wütend. Und jetzt treffe ich auch mal öfter als gewöhnlich. Komm, mach deine 4-Sterne-Attacke, dann kann ich dich hier ganz oft malträtieren. Guck mal, so müsste es eigentlich dauerhaft laufen. So, und nicht anders. Ja, okay, ein Treffer, den kann ich noch hinnehmen. Achtung, jetzt macht er wieder 2 Sterne, jetzt macht er wieder 3 Sterne, so hintereinander, ja. Jetzt macht er die Ram-Attacke. Jetzt haben wir noch weiter als vorher. Also wenn ich jetzt nicht gewinne, dann lach ich mich tot. So langsam aber sicher, glaube ich, ist das Gamepad im Arsch. Weil ich hier einfach das Teil malträtiere ohne Ende. Dann wisst ihr was, jetzt gehe ich wirklich ohne Rücksicht auf Verluste drauf. Na okay, hierbei vielleicht nicht so. Ja, wir haben es geschafft. Leute, wie kackenschwer war das denn? Gib den Stern her und wir hauen ab. Dann wird wir nicht doch noch irgendwie sterben, weil ich zu doof zum Scheißen bin. Warpstar. Star Road. Star Road? Nein, bitte nicht. Nein. Sag nein. Nein, sag mir bitte nicht. Nein. Nein. Das ist nicht deren Ernst. Der Boss ist nicht vorbei. Leute. Leute. Oder ist das jetzt einfach nur... Steuere ich das gerade oder macht das... Nee, das ist Kirby, der hier rumfliegt. Alter, jetzt kommt erst der richtige Boss.
Langsam glaube ich an den Weihnachtsmann. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich glaube an den Weihnachtsmann. Ich glaube an den Weihnachtsmann. Ich kriege die Krise. Warum trifft er mich nicht? Das verstehe ich nicht. Warum treffe ich den nicht? Das verstehe ich erst recht nicht. Hallo, wie geht das? Können wir das einer erklären? Okay, verstehe. Ich verstehe nicht. Wie macht man den Boss? Ich glaube jetzt, immer wenn er offen ist, immer wenn er den Mantel aufmacht. Ja, anscheinend. Ich guck mal kurz auf die Zeit, Leute. Wir haben noch 11 Minuten, vielleicht schaffe ich es noch. Was sei denn, ich verkacke jetzt zu oft. Ich verstehe auch nicht, warum der einen nicht trifft. Ist der so lappenhaft oder was? Oder kann er mich nur mit den Sternen erwischen und ich bin hier einfach gerade so am Spammen, dass ich nicht getroffen werde? Weil ich habe keine Ahnung, was der will und was ich hier mache. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier mache, dass ich nicht getroffen werde. Einfach unten bleiben, einfach unten bleiben. Leute, ich glaube, ich werde gleich pausieren, wenn der Part vorbei ist. Und dann werde ich das im nächsten Part angehen, weil ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch schaffe. Oh, einfach spammen. Boah, ich bin gerade übelst angespannt. Ich zitter schon, weil ich so angespannt bin. Okay. Ja, getroffen. Getroffen. Nicht schlecht, Kirby. Du bist ein guter Mann. Und wieder getroffen. Ich glaube, so langsam, das schaffe ich sogar noch in diesem Part. Wenn ich mich weiterhin so anstelle. Aber nur, wenn ich mich weiterhin wirklich so anstelle, wie ich mich gerade anstelle. Weil sonst schaffe ich das nicht. Okay, jetzt einfach unten bleiben. Einfach unten bleiben und ballern, 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 was das Zeug hat. Okay, der dreht natürlich durch. Wer hätte es gedacht? Habe ich ihn getroffen? Nö. Wie trifft man den jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe jetzt einfach in der Ecke stehen. Komm, Kirby, mach irgendwas vernünftig. Okay, was will er jetzt? Jetzt dreht er durch. Jetzt hat er echt endgültig den Knall nicht gehört, der Boss. Okay, jetzt einfach spammen, 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 spammen. Okay, geht nicht. Das mit dem Spam klappt nicht mehr. Oh, Leute, ich habe nur noch 9 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich diesen Boss schaffe. Ich habe keinen Schimmer. Ich bleibe hier in der Ecke stehen. Ja, Kirby, mach auf was Vernünftiges. Ja, getroffen. Einfach weitermachen. Aber was, er hat mich zweimal schon erwischt. Danke, ich krieg doch nicht alles auf die Reihe. Leute, wie soll ich den schaffen? Nee, das schafft man nicht. Ich zumindest nicht. Ich kapiere das nicht. Wie macht man den so schnell kalt, diesen letzten Boss hier? Der ist ja hardcore ohne Ende. Das heißt, man trifft ihn einmal und dann gibt er erstmal auf. Teleportiert sich wieder rum, der Typ. Wie mache ich den kalt? Wie mache ich den Typen kalt? Leute, Hilfe. Aha, wenn er selbst ballert. Ich treffe den kaum noch. Weil er viel zu schnell jetzt agiert. Der agiert so schnell. Ich kann ihn nicht erwischen, weil ich zu langsam bin. Und der trifft mich trotzdem. Das ist ja assig. Okay, jetzt habe ich ihn erwischt. Vielleicht noch ein Treffer, dann haben wir ihn. Wünsche mir Glück. Ja, nee, das kannst du mich mal. Kannst du mich mal kreuzweisen mit deiner Attacke. Nee, ich lasse mich von dir jetzt nicht erwischen. Okay. Oh, da hätte ich ihn erwischen können. Habe ich nicht gesehen. Dort haben wir ihn. Schaffe ich noch die Credits oder schaffe ich sie nicht mehr? Alter, was ist das für ein gestörter Sound? Leute, war das gestört, ey. Wir haben noch 7 Minuten. Ich glaube, die Credits dauern nicht so lange. Ich hoffe, die Credits dauern nicht so lange. Alter, wir haben es geschafft. Ja, und so entstand dann schließlich und endlich der Sichelmond. Alles klar. Oh, da hinten ist ein Stern, der fliegt. Ich glaube, Kirby haut ab.
Ich kann nicht mehr. Ich bin gerade sowas angespannt. Kirby fought to find the Star Wars. Ja. But King Dedede did not mean any harm. Bad dreams had invaded Dreamland. Ja. Auf jeden Fall. A nightmare came to the Dream Spring. And tried to cause pain to the people. Und Kirby hat natürlich wieder den Tag gerettet. Dedede failed the nightmare. Ah, ja, Dedede hat ja versucht, Kirby aufzuhalten. Er wollte halt einfach diesen Nightmare nicht freilassen. Aber am Ende hat Dedede Kirby geholfen, Nightmare zu besiegen. Und das ist natürlich eine sehr gute Tat gewesen von König Dedede. Na, ich würde mal sagen, das schaffen wir noch in ein paar Minuten. Tonight Dreamland will sleep well. Hoffen wir's. Und ich hoffe, ich schlafe heute Abend auch gut nach dieser Adrenalin-Zufuhr. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich habe hier keine Uhr stehen. Egal. Ich habe das Spiel geschafft, Leute. Endlich. Jo, er schmeißt einfach den Traumstab weg. In den Brunnen. Schön. So muss es sein. Nun werden endlich wieder alle gute Träume haben. Dreamland ist gerettet. Und ich kriege ein Herz, Kaspar. Tschüss. Winke, winke. Mit der rechten, mit der linken. Ja. Oh mein Gott. Und damit starten die Credits. Gut, abschließende Worte von mir nun. Ich fand das Spiel einfach nur geil. Es ist zwar extrem schwer gewesen, ja, am Ende. Der Boss, der letzte Boss war einfach nur assig. Aber ist doch egal. Ihr habt ein paar Fails gesehen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so platt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe einfach mal die Firma beleidigt, die es entwickelt hat. Ich weiß. Aber da war einfach mal die Luft raus. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich war einfach nur fertig mit der Welt. Mit allem. Und genau so chillig hätte ich die Sonne und den Mond auch besiegen können. Ja klar, und die besiegen Cracko jetzt hier mit dem Wirbelwind. Ja, aber das mit dem Sprung gemacht fand ich irgendwie besser als mit dem Wirbelwind, weil der Wirbelwind ist so scheiße zu steuern. Der wäre voll getroffen gewesen jetzt, aber egal. Ah, der Buddleman. Den fand ich auch einfach nur assig. Klar, die besiegen den mit dem Schirm. Alles klar. Leute. Egal. Lassen wir das. Auf jeden Fall schönes Spiel, kann ich nur empfehlen, dass ihr das euch mal holt, kostet 5 Euro im Nintendo eShop. Und soweit ich weiß, ist das sogar als 3D Classics rausgekommen. Beim 3DS und es kostet sogar 500 Punkte bei der Wii. Also das kann man wirklich überall downloaden. Das kann man bei der Wii U für 5 Euro downloaden. Kann man 3DS, ich weiß nicht, wie viel da das 3D Classics kostet. Also habe ich wirklich keinen Schimmer von. Aber es ist einfach nur ein schönes Spiel. Ja, the end. Bye, bye. Auf Wiedersehen, Kirby. Auf Wiedersehen, Leute. Damit beende ich das Let's Play zu... das Let's Duddle. Ich muss mich immer noch an dieses Wort gewöhnen. Ich will Let's Duddles machen. Einfach mal einen anderen Namen. Ihr könnt es auch Let's Play nennen. Vielleicht nenne ich das nächste kommentierte Gameplay wirklich Let's Play. Aber das war es jetzt erstmal von eurem Metroid Mafia 96. Ich brauche einen Kaffee und eine Pause. Man sieht sich, man hört sich. Cheerio.